War da gerade was? Nur Pflasterstein, okay. Ich frage mich, wieso sie Pflasterstein in Bruchstein umbenannt haben. Vielleicht hatten sie irgendeine Idee, dass sie einen neuen Stein reinbringen wollen und der heißt dann Pflasterstein. Und da, also das wäre Pflasterstein gewesen und dann hat der Name für den hier nicht mehr so richtig gepasst. Also einen neuen Stein, eine neue Steinsorte, bei der der Name Pflasterstein einfach mehr Sinn macht, so rum. Bei denen ihnen kein anderer Name eingefallen ist. Wohingegen hier für den Bruchstein, für den Cobblestone, ist ihnen Bruchstein besser eingefallen, oder? Jawohl, eigentlich liegt es ja an der Übersetzung. Weil im Englischen heißt er ja immer noch Cobblestone. Zumindest so viel ich weiß. Ich spiele ja nicht auf Englisch. Aber was ich so gesehen habe, bei anderen, da ist es noch auf Englisch. Also bei anderen, die auf Englisch spielen, da heißt es immer noch Cobblestone. Ich weiß nicht, ob die auf der aktuellsten Version spielen, aber ich glaube schon. Und damit meine ich jetzt unter anderem eben den Unge und den Dena. Ach genau, ich wollte ja was zu Dena sagen. Genau. Haha, hatte ich schon wieder vergessen. Nämlich, den Dena, den kenne ich eigentlich gar nicht. Irgendwann mal, also wirklich irgendwann mal, kam der Ricola Time und hat gesagt, ja, der Dena dies und das und der Dena, und der ist echt cool und das macht Spaß und der hat tolle Videos und so weiter und der hat lauter Blödsinn gemacht. Und ich denke mal, hä? Der Dena ist doch ein Gartencenter. Was machen die da für einen Scheiß alles? ihr kennt doch den Dena, das Gartencenter, oder? Also D-E-H-N-E-R. Das ist ein Gartencenter, zumindest bei uns gibt es den. In meiner Stadt, wo ich wohne, aber das ist in meiner Stadt, in der Stadt, in der ich wohne, so rum. Die Stadt gehört ja nicht mir. Und ich weiß nicht, ob es das Einzelgeschäft ist oder ob es wirklich eine ein Konzern ist oder sowas mit mehreren Märkten, habe ich keine Ahnung. Aber den gibt's halt bei uns, oder? Ich dachte mir so, hä, was soll denn der Mist? Wovon redet er da? Bis er mir dann irgendwann gesagt hat, das ist ein Let's Player. Ich dachte mir, ah, okay, ein Let's Player, der nach einem Gartencenter heißt. Bis dann beim Unge das angefangen hat mit diesem Minecraft Reset. Der macht das ja zusammen mit Dena. Und da stand dann D-N-E-R. Da wusste ich dann, ah, das ist dieser Dena, von dem Ricolat erzählt hat. Oh, Risen. Oh, ich habe noch so viele Let's Plays, die ich spielen möchte. Die ich mit euch zusammen neu erleben möchte. Komm, jetzt lasst mir doch mal ein bisschen meine Ruhe. Okay, da ist jetzt irgendwo ein Creeper explodieren. Oh, das ist ja ein kleiner. Ich dachte, das wäre irgendein Gegenstand gewesen. So, komm, dich holen wir auch noch. Und dich auch. Gehen wir hier gleich weiter. Da ist eine Fledermaus. So, das ist der nächste Creeper. Okay. Vorteil war, das Skelett hat den schon angeschossen. Ah, hier ist explodiert, also vorhin der Creeper. Ich finde, das sieht schon toll aus. So, und das hier ist auch noch da, obwohl hier Lava ist. Das finde ich auch toll. Aber hier sind noch ein paar wenig Steine, weil man ja von der Sicht von hier hoch, da oben, da sieht man ja hier fast nichts. Hier sind dann schon mehr Steine, da wird es dann besser. Da ist auch noch sind ein paar Knochen. Nein, hör auf.
Hör auf zu brennen, hör auf! Hör auf zu brennen! Oh Gott! Oh ne, und da vorne ist ein Creeper. Ach, das war ja der von vorne da oben, der ist vermutlich runtergefallen. So, ich muss jetzt aber einfach mal warten, bis ich wieder mehr Leben habe. Ich fand es auch früher fand ich besser, da stand dann, war hier mal so ein Symbol, ja du bist Feuer oder brennen und drunter ein kleiner Timer, der ist weg. Bei Vergiften ist er glaube ich noch und bei Verhungern oder so oder verdorbenen Magen. Aber jetzt muss ich was essen. Ich glaube ich möchte auch mehr essen. Ich meine wir haben so viel Essen und ich brauche nicht geizig sein, oder? Ich glaube da möchte ich jetzt einfach mal mehr essen. Vor allem bei den Melonen, da kommt einfach nicht weiter. Also die Melonen, ich habe mich in der privaten Welt, die ich hatte, da habe ich mich irgendwann nur noch von Melonen ernährt und von gar nichts anderem mehr. Weil ich Dutzende Melonen hatte. Wieder nicht geschafft. Tada. Und. Ich hätte warten sollen. Hör auf. Nein. Nö. Na toll. Ich habe ja zuletzt hier gepennt und nicht drüben. So, das Eisen lasse ich jetzt mal, auch wenn ich nur noch keine 10 Blöcke Eisenbarren mehr habe, aber das ist jetzt wichtiger, da ganz schnell wieder hinzukommen. Okay, Tintenfische spawnen auch, wenn friedlich ist. Das habe ich nicht gewusst. Habe es mir gedacht, aber gewusst nicht. Lauf! Ella! Auf die Gegenstände ganz schnell wieder. Oh Mann, das ist der zweite Tod, glaube ich, oder? In der Aufnahme. Ist eigentlich eh recht gut. Zwei Tode in fast 3 Stunden. Ist eh noch die Frage, wie lange ich noch machen möchte. Denn wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte der Schlucht der Lavagrube fertig. Mit Lava befüllt. Und ich bin aber schon seit fast. Ich nehme schon seit fast 3 Stunden auf. Das heißt, ich werde nicht aufhören mit dieser Aufnahme. Die Frage ist nur, wann genau? Weiß ich noch nicht. Ja, bei den Treppen. Muss ich immer oben an, das ist blöd. Ich muss ja ganz schnell runter. Nein. Wow, ich renne immer noch. Aber jetzt kommen die Treppen, da stoße ich oben an. Und ich renne nicht mehr. Oh, jetzt bin ich angestoßen. Hier auch. Ah, und wieder. Und nochmal. Boah, jetzt habe ich die Hälfte der Treppe geschafft, ohne mitlaufen. Ohne dass ich langsamer werde. Ja, Erfahrungspunkte sind noch zu sehen. Oh, das ist schon knapp. Sehr nah an der Lava gewesen, an beiden Lavas. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt noch ganz schnell da in die Sicherheit renne. Und dann habe ich mir gedacht, nee, packst du nicht mehr. Wenn, dann stirbst du da oben. Sogar da hoch. Sind meine Gegenstände geflogen. Dann stirbst du da und dann ist die Hälfte in der Lava. Dann bin ich lieber da geblieben. So, das geht schon mal. Da habe ich repariert. Das finde ich toll. So, das hier ist die Eisen. Hier habe ich die Schere ist da. Karte habe ich auch. Fackeln. Essen. Okay. Dann habe ich hier die Werkbank. Eisenbahn. Kohle. Meine Stöcke sind nicht da. Aber es kann sein, dass die leer gegangen sind.
Oder nur noch einer waren. Oder habe ich die hier noch irgendwo? Vielleicht sind die auch verbrannt. Das kann gut sein. Die Chance war da. Aber um die Stöcke selbst ist es nicht schlimm. Okay, dann halt. So, so. So. Okay, dann habe ich das. Das hier sind neue Monstergegenstände. Wisst ihr was? Ich mache mir mal eben schnell welche. Neue Stöcke. So, das hier sind jetzt 2, 4, 5 mal 2 sind 10. Passt. Also, zweimal habe ich es versucht. Ich habe es nicht hochgeschafft. Ich lasse es jetzt. Stattdessen mache ich es so. Zack. Zack. Und hier. Und da. Und an der Wand. Etwas Neues muss ich mir schon hin tun. So, dann hier. Da. So, der wäre jetzt eigentlich hier, aber ich habe ja noch welche zum Glück. Der kommt dahin. So, der kommt jetzt dahin. Ah, den habe ich sogar noch bekommen. So, bisschen. Oh, oh. Ha, geschafft! Okay. Ich glaube, wir haben es noch nicht mal auf. Wir haben es noch auf friedlich, oder? Ja. Nee. Nee, nee, nee. Ach, Mist. Aber die Gegenstände waren geschützt. Wie geil. Gleich weiter. So, jetzt muss ich aber echt mal sehen, wie lange ich schon aufnehme. Okay, noch geht's. Noch ist es in Ordnung. Die wird so um 21:45 oder sowas werde ich aufhören. Ich habe nicht genau gesehen, wie lange ich, wann ich angefangen habe. Leider habe ich verpasst nachzusehen. Aber ich habe irgendwann so kurz nach 7 angefangen. Also werde ich so irgendwann so kurz nach 10, dann habe ich 3 Stunden aufgehört. Habe ich 3 Stunden aufgenommen. Werde ich einfach mal aufhören. 21:45 ist, klingt da plausibel, finde ich. Dann passt das auch. Das ist noch eine halbe Stunde. Also etwa, ich bin jetzt in der vorletzten Folge circa. Diese Aufnahme. Wie sieht es eigentlich da noch aus? Die sieht noch okay aus. Die muss ja nicht unbedingt kaputt gehen dann. Ja. Oh Mann. Habe ich auch schon mal. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Ich wüsste sicherlich noch nicht, dass es sowas überhaupt geben kann. Aber, also. Die meisten von euch zumindest. Aber es gibt Personen, die sind werbegeschädigt. Die können eine Werbung. Die wissen einfach alles. Die hören nur einen Teil der Werbung und können dann sofort mitspielen. So ähnlich ist es ja auch bei Filmen. Es gibt Filme, da wenn du sagst, die und die Stelle und dann wird die, kann man die mitspielen. Können die manche Leute mitspielen. Und ich bin so eine Person, ich bin werbegeschädigt. Ich brauche nur eine Werbung hören und dann kann ich mitspielen. Also von alleine klappt das nicht. Ich muss sie schon hören, also... Ausnahmen gibt es natürlich. Zum Beispiel diese Gedanken sind frei. Dieses kleine Lied. Das finde ich so toll. Das kann ich auch zum großen Teil auswendig. Okay, da machen wir als nächstes weiter. Wie war das? Das passt jetzt aber überhaupt nicht zur Hintergrundmusik. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten?
Sie fliegen vorbei wie mächtige Schatten. Wie geht's weiter? Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei. Und dann hört es eigentlich auf, aber ich mache dann immer noch so, aber die Melodie passt perfekt zu. Die Gedanken sind frei. Melodie geht halt dann noch diese paar Töne, aber der Text ist dann leider aus. Ich finde die Werbung wirklich sehr toll. Diese Werbung. Man muss ja auch sagen, Werbung kann toll sein, kann schön sein, kann, aber sie kann auch total einfach nur blöd sein. Nervend. Schlecht. Einfach nur Verschwendung meiner Lebenszeit kann sie sein. Und ich muss sagen, heutzutage gibt es nur noch sehr wenig gute Werbung. Früher gab es die oft. Früher gab es wirklich viele gute Werbung. Als ich noch ein Kind war. Aber heute... Ne. Suchst du die vergebens? Hä? Wahrscheinlich bin ich gerade genau an der Grenze gewesen. So ungefähr wie hier. Hier. Und ein Pixel weiter hoch und dann da. So, jetzt aber. Komme ich nicht hin, dann mache ich einfach hier weiter. Ist doch egal, von welcher Richtung wir weitermachen. So. Haben wir das? Komm schon. Nein, genau in die falsche Richtung. Boah, knapp. Ja, die Lava fließt weiter. Ich glaube... Ja, ich behaupte, der ist weg. Hier, da sieht man ihn noch ganz leicht, aber hier unten am Boden ist er weg. Der Schatten. Ja, okay, man sieht ihn noch ein bisschen wegen hier. Er geht hier runter und berührt hier fast den Boden und dann wieder so hoch. Aber am Boden ist er weg. Langsam wird es wirklich hell in der Lavagrube. Das, was mich schon so lange freut. Endlich keine Monster mehr dort unten. In der tödlichsten Falle, die ich mir selbst je gebaut habe. Ich habe schon vieles gebaut. Und vieles tödlich. Aber ich habe mir noch nie eine solch tödliche Falle gebaut wie die Lavagrube da unten. In der ich so oft gestorben bin. Noch nie. So, dann holen wir uns neue Lava. So, nein, eins noch. Hier. Da hoch. Okay. Lava geht zu Ende. Und das war's dann auch. Hier geht's nicht mehr weiter. Wieso nicht? Da geht's wahrscheinlich nach unten dann. Vermutlich. Da geht's nach unten und deshalb fließt sie da nicht mehr weiter. Da geht's auch unten noch unter den Steinen noch ein bisschen weiter. Sieht man ja hier die Höhlenräume. Ich muss hier mal eine Fackel anbringen. Hier wird's nämlich langsam dunkel. Weil hier die Lava fehlt. Jo. Merkt man hier eigentlich schon was davon? Nein, hier merkt man noch gar nichts davon. Hier ist auch noch immer das hier. Das hier ist aber schon weg. Da hat sie auch schon mal runtergetropft. Habe ich offenbar schon weggenommen. Vermutlich jetzt oder vorhin. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich mich jetzt gerade frage? Wenn Lava über einem Stein ist, dann tropft es ja runter.
Wisst ihr ja, haben wir schon oft genug gesehen, haben wir auch schon selbst hier in der Höhle der Elras gemacht. Ist nichts Neues. Die Frage ist jetzt, tropft es runter, wenn ein Lava-Block darüber ist, oder nur, wenn Lava, auch fließende Lava, darüber ist? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Wäre nämlich ziemlich fies, wenn nur bei einem Lava-Block die Lava runtertropft. Dann wäre es nämlich so, dass bei fließender Lava ja nicht runtertropft, dann gräbt man so und plötzlich kommt Lava daher. Fließende Lava. Ich glaube, so gemein sind die aber nicht, oder? Die Entwickler. Nein, ich glaube, die machen das schon so, dass auch bei fließender Lava es tropft. Ist auch nicht schwer zu implementieren eigentlich. So. Yeah. Ohne Stein. Und auch ohne Stein. Aha. So, jetzt wird es dann aber schwierig. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Stein. So. Zack und zack. Zack. Hier. Da. Und der letzte. Den kriege ich von hier nicht. Den kriege ich nicht. Muss ich darüber. Aber den Stein da drüben kann ich ja dann gleich lassen.